Den runden 40. Geburtstag feierte die DDR 1989 noch, doch im Jahr darauf wurde ihr Ende besiegelt. Vieles änderte sich. 1990 kam die D-Mark. Sie löste das Ostgeld ab. Wertlose Papiernoten aus der DDR wurden in einem Bergwerk eingelagert. Die einst milliardenschweren Scheine sollten dort vermodern. Aber anders als das Staatsgebilde DDR erwies sich das Geld als langlebig. Jahre später tauchten Scheine auf Sammlermärkten auf. Sie waren zwar muffig, aber alles andere als verfault. In dem Film 2:1 wird die versteckte Kohle wieder zum Vermögen. Patricia Klime über den historischen Geldschatz und welches Glück die Finder wirklich dabei fanden. Wir sind keine Verbrecher. Wir wollen nur ein bisschen Gerechtigkeit. 2:1, das ist mehr als nur eine heitere Geschichte über den Sommer 1990 und den Umtauschkurs von DDR-Geld in harte D-Mark. Der Film erzählt, wie DDR-Bürger in einem NVA-Stollen Millionen von Ostgeld finden und was sie damit alles anstellen. Wie viel ist denn das? Das sind ein paar Millionen. Also wir reden über Geld. Was du gefunden hast und was dem Staat gehört. Und weil es dem Staat gehört und wir eine Volkswirtschaft sind, gehört es dem Volk. Und da wir das Volk sind, gehört es quasi uns. Mich hat gereizt, über diese Zeit zu erzählen, 1990, die ja auch eine Zeit der Möglichkeiten war. Und wo wir erzählen ja einen humorvollen, leichten Film. Und ich glaube, es ist gut, auch darüber jetzt zu lachen, um dann wieder darüber zu reden. Im Film tauscht die Hausgemeinschaft die DDR-Millionen in Westwaren wie Töpfe und Mikrowellen um. Alles illegal. Filmgrößen wie Sandra Hüller, Max Riemelt, Peter Kurt, Martin Brambach oder Ronald Zehrfeld spielen mit. Die Ostler sind ostdeutsch besetzt, den Wessi gibt Olli Dittrich. Die absurd witzige Geschichte basiert teils auf einer wahren Begebenheit. In einem NVA-Stollen in Halberstadt lagerten wirklich 109 Milliarden Mark der DDR. Darunter auch 200- und 500-Markscheine, die nie in den Umlauf gekommen waren. Wo kommen die denn her? Die sind gedruckt worden, damit wir liquide sind, wenn wir die BRD übernehmen. Wir, die BRD. Den Kapitalismus auszutricksen, gelingt den Hausbewohnern nicht tatsächlich. Im Verlauf des Films sind Werte wie Liebe und Freundschaft für alle dann doch wichtiger als der schnöde Mammon. Geld ist gedruckte Freiheit, heißt es im Film frei nach Dostojewski. Eine Freiheit, die von jedem verschieden gesehen wird. Ich finde schon, dass Geld glücklich macht. Und zwar so lange, bis man genug hat. Nee, Glück ist für mich was anderes. Und Glück sehe ich in den Augen meiner Personen, meiner Freunde, die mir gegenüber sitzen. So, und da braucht es oftmals kein Geld, sondern man teilt selbst das Kleinste, was nicht in Geld aufzuwiegen ist. Und deswegen mag ich es halt, genau so viel zu haben, wie es halt nötig ist. Wie im Buddhismus, nehme nur so viel du brauchst. Ja. In Dresden zu den Filmnächten am Elbufer gab es bereits eine Preview. Wer noch hatte, der konnte dort die Getränke in Ostmark bezahlen. Und der Film 2:1 kommt an diesem Donnerstag in unsere Kinos.